Name von der MiG-24 spreche, ich bin Dimitri Putinov. Ja, der ist bei Telefon. Wer ist da? Schön, dass der Herr Binbay von der MiG-24, die Agentur für Energie. Es geht hier um den Strom auf der an der Bildeichte 76. Was zahlen Sie aktuell im Monat für den Strom? So ein Strom. Ja. 85 Euro, glaube ich. Okay, wir haben Ihnen damals versprochen, dass wir sofort bei Ihnen melden, Herr Putinov, wenn wir die Energiekosten senken können. Deswegen rufe ich heute an. Ach so. Ja, und deswegen, wir haben da grünes Licht gesehen. Ja, Sie zahlen Bei mir 85 zu Euro. Hause? Ja, bei wem denn sonst? Ich bin Warum soll doch ich euch gar. anrufen? Bei mir Licht gesehen. Ich bin gerade gar nicht daheim. Ist das Ja, Licht ich habe an? von. Nein. Wir haben Ihnen damals versprochen, dass wir sofort bei Ihnen melden, wenn wir die Energiekosten senken können. Da haben wir jetzt das grüne Licht. Deshalb schauen wir doch mal gemeinsam nach, was wir da Gutes für Sie tun können. Das habe ich gesagt, ja? Ach so, ich dachte schon, die ist einer bei meiner Wohnung drin. Nein, nein, nein. Alter, ich bin 500 Kilometer entfernt. Das wäre jetzt scheiße gewesen. Entschuldigung. Okay, alles gut, Herr Putinov. Und Wann jetzt, sind Sie wieder was war zu das? Hause? Geld sparen ist, oder wie war Ja, das? ja, ja. Sie wollen, wir können den Strom Ja, sparen bei Ihnen zu Strom. Hause. Ja. Nicht, dass Sie mir 85 Euro zahlen Sie nur noch zukünftig 70 Euro. Ja? 70? Alles klar, her Ja. damit. Ja, ich würde hier hin, aber ich brauche hier die Stromzählernummer. Sie sind ja aber gerade nicht zu Hause, richtig? Alle wichtigen Sachen immer dabei. Ich bin Fernfahrer. Oh, Herr Putinov, Sie sind in 76534 Baden-Baden, ja? Ja, klar. Ja, so, sehen Sie doch. Moment mal. Ich So. mache mal kurz mein Dokument ist bei Laptop. Ich Ja, habe alles immer auf Laptop. Weißt du, machen ein Leben auf der Straße, da musst du vorbereitet Sie. sein auf Ja, alles. glaube ich Ihnen. Bei welchem Anbieter sind Sie denn aktuell? Bei was bin ich? Entschuldigung? Bei wem zahlen Sie den Strom, Herr Putinov? Stadtwerken. Stadtwerke Ja, Baden-Baden. klar, da wohne ich, Baden-Baden. Okay. Okay, so. Dann gucke ich mal. Haben Sie jetzt die Zähler nochmal rausgefunden? Ja, Laptop ist langsam, ist gerade am Hochfahren. Alles gut, machen Sie keinen Stress. Ich bin auf der Arbeit, nicht auf der Flucht. Noch nicht, ha? Erst nach Feierabend, So. oder? Oh ja, morgen frei, Gott sei Dank. Ja, und wie lange heute noch? Heute bis 19:30 Uhr. So lange müsst ihr die Leute anrufen? Werden die dann nicht Ja. wütend? Nein, meine Stimme, seien Sie ehrlich, mit meiner Stimme wird man nicht wütend. Ja, bist du ein Oder? netter Junge, aber weißt du, wie die Kunden sind? Kunden sind Arschlöcher, Ja, oder nicht? egal, ist egal. Ich meine, Entschuldigung, ich sage, ich darf ich du sagen? Ja, klar, aber wir sind doch beides Ich. junge Kerle. Wie alt bist du? 25? Nein, ich bin 29. Ah, guck mal, dies Kompliment. Okay. Wenn ich mal fragen darf, welcher Landsmann? Ich bin Russe. Ah, okay. Und du? Schade, was. Ich bin halb Türke, halb Tschetschene. Ah, Tschetschenien, schöne Ecke. Aber ich kann kein Russisch, leider. Ja, ist ja auch nicht schlimm, wir können uns ja verstehen, oder was? Natürlich, ich meine, mein Name ist Shamil. Auch schöner Name. Ja. So, Dimitri Putinov, genau. Geboren, ich guck mal, 75. Ja, bist du auch nicht so alt. Na, geht noch, geht. Was, da steht 75? Ja. 86. 86? Wann aber, wann? Ha? 8.5.? Ja. 8.5. Ja, aber 86, nicht 75. Ich bin doch kein alter Mann, verdammt. Habe ich nicht gesagt, um Gottes Willen, Nein, das nein, heißt, aber das die schafft. Zahlen haben das gesagt. Ja, die Zahlen lügen manchmal immer. Ja, Zahlen sind, na, ich sag das Wort jetzt nicht, wer weiß, ob Kinder zuhören. Nein, 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 nein. Wir beide reden gerade nur allein unter uns. Alles gut. Ach so, Ich bin ist gut. alleine. Ja, Alles ich gut. bin auch allein im LKW. Ich habe auch keine Kinder hier. Ah, ein bisschen Spaß muss sein, blöd. Natürlich. Abends auf der Raststätte, was willst du anderes machen als telefonieren und Wodka Ja. trinken? Geil. Ich Naja, freue mich schon drauf. was, kommst du nachher vorbei oder was? Wo bist du denn? Ich stehe bei Stuttgart. Oh nein, ich bin in NRW. Was bist du? NRW, Nordrhein-Westfalen. Wo da? Sagt dir Duisburg was? Duisburg, Rheinhausen oder was? Ja. Gangster City, Blatt! Dimitri, ich brauche mal eine E-Mail-Adresse bitte von dir. Ja, das ich soll ich buchstabieren? Ja. BIG BIG DICK BICK. Dann meines Vorname, Dimitri. Wo hast du den hergefunden?
Was, mein Ist Vorname? sie, Den ja? hat mir meine Mutter Nein, gegeben. nein, nein, ich meine die E-Mail-Adresse. Das ist einfach Tatsache, Nö. also bigdickdimitri@gmail.com. Was willst du mir schicken, Bratan? Moment, 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 Bratan, Moment. Ich brauche die Zählernummer, habe ich dir gesagt, ne? Ach ja, pardon, da war ja was. Warte, ich guck das. Also, warte, was war jetzt nicht, dass ich das Falsche gebe und hinterher teurer wird? Was brauchst du, Nein, nein, Vertragsnummer nein. oder Zählernummer? Nur Zählernummer, bitte. Nur Zählernummer, warte. Das ist. Scheiße, muss ich Schriftgröße stellen. Wo ist die Bildschirmlupe? Ich habe meine Brille vorhin im Shop vergessen. Warte. Ich dachte, du bist jung, du brauchst keine Brille. Also, natürlich brauche ich eine Brille. Wenn die mich ohne eine Brille sehen, dann schnappen die mein Lappenblatt. Ist nicht gut. So, hier ist. Was? Ja. Was sagst du? Ja. Welchen Tonner fährst du? 12er oder 40er? Nochmal, kam akustisch nicht an. Welche Tonnen fährst du? Wie viele Tonnen? Ich fahre Tanklaster. Ah, okay. Tanklaster, weißt du, ich bin der Typ, der Okay. den teuren Sprit an die Tankstellen bringt. Ah, also hast du auch einen guten Stundenlohn. Weißt du, wenn der mit den Ölpreisen hochgehen würde, ich sag's dir. Aber sei mir mal ehrlich, du, was wie so ein Typ, der so einen Geldtransporter fährt. Das ist ein Scheißdreck. Wenn ich heute mit einem Öltanker abhaue, bläht, da kann ich nach Saudi-Arabien mich niederlassen. Ist mehr drin, mehr wert als so ein, wenn du 2,30 die Liter. Dimitri, du bist echt cool drauf. Ja, du auch, Mann. Macht Spaß mit dir. Ja Wenn klar, ich mit mir macht's schon nächstes Spaß. Mal in Duisburg bin, gehen wir einen trinken. Oder trinkst du nie? Gerne, gerne, gerne. Warum nicht? Weiß ich, Gerne. habe ich auch Kollegen aus Tschetschenien, so religiöse Kollegen, die trinken nicht. Ja, aber ich trinke. Ich bin ja Ja, halb-halb. weiß ich ja nicht. In Türkei ist ja auch nicht unüblich, nicht zu trinken. Es geht, es geht. Ja, ist doch so. Also ist ein bisschen wahrscheinlicher als in Deutschland, als dass du eines Nichttrinker triffst, würde ich schätzen. So, Moment mal. Guckst du jetzt nach, wie viele Türken Nichttrinker sind? Nein, du bist echt nicht normal. Na, Ich guck gerade hab ich nach. das behauptet? Ich guck gerade nach, was ich für einen Bonus für dich machen kann, Chef. Bonus? Das klingt gut. Ja. Also, die Zählernummer ist von dir was jetzt? Ja, ist 36 Ja. 712. 712. Was habe ich jetzt gesagt? Die 2 war zuletzt. 389. Also 36712389. Ja, richtig. Und die Kundennummer? Ah, ich habe das schon wieder zugemacht. Warte. Ja, mach mal auf, alles gut. Also da steht KDNR Doppelpunkt. Das ist wahrscheinlich Abkürzung für Kundennummer. Genau. Ja. 765 Ja. 32 Ja. 0104. 0104. Ja, richtig. Und der Ferroversorger ist, bei wem bist du? Bei der Stadtwerke, ne? Stadtwerke Baden-Baden. Alles klar. So. Die haben jetzt auch so eine Stromtankstelle. Wenn du so ein Hippie-Fahrrad hast, kannst du das da anladen. Sag mir mal deine Handynummer. Ich sehe Ja, die gerade nicht, deswegen. ist kein Problem. Ist 0176 Ja. 767 Sieben, sechs, sieben. 34559. 3 4 5 5 9. Da. Yes. Yes. Jetzt auf Englisch So. oder was? Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Englisch, auf jeden Ah, das Fall, ist gut. aber ich spreche fließend Arabisch. Ich war in 5 Jahre in Libanon. Ah, oh, ist auch eine sehr schöne Ja. Sprache. Ja, Arabisch sehr schwierige Sprache. Aber es klingt schön, weißt du, ich habe ja gesagt, habe ich Ja. eines Kumpel von Tschetschenien, ja, wenn wir uns treffen, als Abend so ein bisschen, ich saufe, er passt auf, dass ich nichts Dummes mache, und dann macht er mal, wenn der seines Ja. Gebeten macht, der hat dann immer so, wie heißt das, Naschid laufen hier, dieses religiöses Ja, Gesang. Alter, ich Koran. könnte einschlafen, das hört sich total entspannt an. Ja, es ist doch sehr entspannt, ne? Ich meine, ich kann Wirklich. nichts anfangen mit Religion und so, aber das hört sich cool an. Ja. Das ist wie so, wenn Mama abends kommt, schlafe, mein Kindlein, schlafe ruhig. Nicht respektlos gemeint, aber ich finde das, ich kann da total Nein, 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 einschlafen nein, bei. alles gut, Dimitri. So, Dimitri, guck mal, ich habe dir jetzt eine SMS rausgesendet. Schau mal eben nach. Bitte, die müsste schon längst angekommen sein. Wenn ich Empfang habe hier, warte mal. Guck, wo ich das Ding hingelegt habe. Ah, Scheißdreck, wo ist das? Also, du hast hier eine Kabine, das ist wie bei so einem indischen Callcenter. Kaum Ich Platz, aber du weiß, ich findest nichts weiß, mehr ich wieder. Wo weiß. ist das Scheiß-Handy? Du bist im Führerhaus, ne? Ich bin im Führerhaus, klar, Mann. Also Schlafkabinen. Ja. Ah, ekelhaft, ne? Ah, ne, gibt's Schöneres. Weißt du, habe ich hier ein schönes Bild von meinem Mamuschka, von meinem Devoschka.
Irgendwo auch ein kleines Grill, wenn du darfst, du bei einem Rastplatz manchmal grillen, aber ich habe keine Hast du Ahnung. Landsmann da? Hast du Landsmänner da, oder? War noch nicht gucken. Bin ich duschen gewesen, habe ich Wodka getrunken, jetzt will ich dann bald pennen. Muss ich um 4 Jetzt wieder du. losfahren, dann darf ich wieder. Ah, ich dachte aber morgens Feiertag. Ja, ist ja egal, ich bringe ja, wie sagt man das, Spritz. ja, das, diese systemrelevante Lieferung. Dann kannst du, darfst ja, weil die Gemüse und sowas, das darf ja auch fahren an Feiertag, weißt du. Und stell dir mal vor, die ganzen Touristen könnten nicht an die Nordsee fahren, weil ich hier auf der Raststätte bleibe. Die kommen alle zu uns, denn nicht nach St. Peter-Ording, die würden alle sterben unterwegs. Ich habe keine Ahnung, wo ich mein Handy habe. Wozu, was muss ich denn machen? Du musst mir mal eben die Bestätigung machen. Deswegen, ich ruf doch mal, hol mir mal dein Handy, ist wichtig. Ich finde das nicht. Oder soll ich SMS, E-Mail senden? Ja, mach mal eine E-Mail, ist vielleicht einfacher, weil Laptop ist hier, das weiß ich. Moment, Moment, Da Moment. habe ich so dreckige UMTS-Stick, kennst du? Big, Ja, DICK und dann Dimitri mit I geschrieben. Ah, warte mal, hast du auch große. Ja, weißt du, manche Internetseiten blockieren Big Dick. Ich habe auch Big Balls Dimitri at gmail.com. Guck mal, ob du das bekommen hast. Ja, warte, ich gucke. Ich werde darauf gucken. Du bist jetzt aber Guck nicht mal. von Stadtwerken, oder was? Nein, 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 nein. Ich sorge dafür, dass du weniger zahlst. Deswegen rufe ich heute an dich. Aber wo hast du meine Nummer her, Bratan? Bratan, nein, Spaß. Du hast am 21.10.2021 an einem Tarif-Online-Check teilgenommen mit der, ja? Und da habe ich gesagt, rufe ich den Dimitri heute an. Ich sehe, der Dimitri Putinov zahlt viel zu viel Geld für den Strom, obwohl der nicht mal zu Hause ist. Ist so. Aber da hast du dir ja Ja. verdammt lange Zeit gelassen. Ist halbes Jahr, Mann. Was ist Ja, passiert so warum? lange? Aber weißt du warum? Aber weißt du warum, Dimitri? Weil du musst ja denken, du bist ja selber, ne, du hast ja gemerkt, tanken teuer, Ja, ne? aber sowas von. Und jetzt wegen dem ganzen Krieg noch dazu, leider. Ja, Ja, und hast du, schrecklich. leider, leider, Mann, ehrlich, deswegen. Du hast die E-Mail bekommen. Warte, ich habe noch gar nicht nachgeguckt. Ja, du hast bisher auch geil. Es steht Hallo im Betreff. Hallo at digital-sein.software. Bist du das? Genau, da steht der Shamil Bimba, ja? Ah, ja, da ist gefunden. Genau. Und da steht jetzt, jetzt musst du ja, siehst du ja, ich habe dir jetzt, da steht ja ein PIN, den musst du eingeben. So, du musst den Link Ein öffnen. PIN? Warte, warte, warte. Öffne erstmal den Link. Ja. Guck mal, da Also steht hier ja jetzt. steht zum Wechselauftrag, ja? Genau, da steht ja einmal darauf drücken, bitte. Anne? Ja, warte, mach ich. Öffne mal den Link. Oh, Und jetzt musst du eine Zahl eingeben, die gebe ich dir jetzt weiter. ich hasse dieses lahmarschige Internet. Alles gut. Gibt nichts Schlimmeres, als wenn deine Pizzalieferung nicht kommt, weil du kein Internet hast. Verstehst du das? Du kannst die scheiß Sachen von der Tankstelle kannst du ja manchmal nicht essen. Ja, Mann, was isst du denn da? Naja, ich habe mir jetzt eine schöne Pizza bestellt. Hier ist ein geiler Italiener. Gino Pometti, falls du den kennst. Nein, Mann, ich kenne mich da gar nicht aus. Siehst du, der bringt halt auch zu hungrigem Mann von der Straße bei der Raststätte das Essen hin. Gino ist Ist ein so korrekt. Ehrenhader. Ist so korrekt. Ehrenmann. Ist der richtige Ehrenmann. Ja, Mann. Seite konnte So. nicht auf Verbindung zur Seite konnte nicht aufgebaut werden. Warte, ich mache nochmal neu. Machen wir nochmal neu. Nervt mich das. Und jetzt zahle ich dann 70 Euro beim Monat oder was? Richtig. Und warum ist das so günstig bei dir? Warum? Ja. Weil ich dir das Günstigste in deiner Region aussuche, ja? Dann bist du nicht bei Stadtwerke, dann bist du bei Lichtblicke. Verstehst du? Bei was Das bin heißt, ich? Lichtblick. Was Ja, das ist ist dann das? Ökostrom. Auch 100% Ökostrom. Ich Ökostrom. weiß, Ist das nicht noch das teurer als der normale? Ich nehme auch Nein, das Atomstrom. Ist mir voll egal. Ich will einfach nicht so viel bezahlen. Willst du Wodka-Strom? Wodka-Strom ist noch besser, Blä. Hat immer gute Laune. Cool. Das müsste man machen, weißt du. Du kannst so ein Wasserhahn an die Steckdose oder kannst du dein Glas runterhalten. Oder du legst dich einfach hin und drehst den Hahn auf und legst dich da drunter. Oh, und dann rufst du den Krankenwagen an. Ah, mit dir macht großen Spaß. Wir müssen echt mal einen trinken. Alles gut, alles gut. Mach gerne, warum nicht? Ich gebe dir gleich meine Nummer, dann können wir gerne was unternehmen. Das machen wir, Mann, Alter. Du könntest Ja? hier auch. Wir suchen noch Kollegas. Kannst du hier arbeiten? Hast du bessere Arbeitszeiten, Blät? Ja, ich weiß Oder nicht, ist Mann. gute Arbeit da drüben? Ja, ist okay, man lebt. Ich kriege keine Provision, ich arbeite Stunden, weißt du? Deswegen, wir können bis morgen früh telefonieren. Aber Das können wir Chef guckt, machen. aber Chef guckt, du bist schon komisch. Soll die Schnauze halten?
Sag ihm von mir. Ja, sage ich gleich, nicht jetzt. Ja, als ob du das tun würdest, Mann. Lüg mich nicht an. Nein, warum soll ich anlügen? Das Problem ist, wenn ich ihm das jetzt sage, dann ist er sauer auf mich. Ja, das meine ich doch damit. Dann sag doch nicht, dass du ihm das gleich sagst. Dann sag doch, kann ich nicht machen. Und Bruder, Aber versteht das doch. war. Dankeschön, Ich Bruder. weiß nicht, kann ja sein, wenn das so ein verrückter Haufen ist wie bei uns bei Arbeit, verdammt, wir teilen alles außer die Frauen. Verstehst du, wenn das bei euch auch so ist, dann kann man auch mal sagen, Chef hat die Schnauze blöd. Ja. So. So, Der hast du jetzt Scheiß den Link funktioniert geöffnet? nicht. Kann keine Verbindung zur angegebenen Internetseite aufbauen. Fehler, Code 00 WC frisch. Warte mal, ich setze zurück. Ich habe die E-Mail. Moment. 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 Dick, dick. Lösch mal diese E-Mail, ja? Also den Computer wieder ausmachen oder was? Nein, nein, die E-Mail löschen, habe ich gesagt. Nicht mehr. Warte auf So. mich. Und wann geht das dann Warte. los mit neuem Strom? Warte, Weil habe warte, ich, muss warte, ich das andere doch auch kündigen? warte. Nein, nein, nein. Ich habe doch gesagt, wir kümmern uns um alle Wechselformalitäten, okay? Das Um heißt, du was? musst nicht um alle Wechselformalitäten. Das Alter, heißt, ich du bin musst kein nicht. Anwalt. Rede mit mir wie mit einem Okay. Idioten. Ich bin nicht umsonst Okay, LKW-Fahrer geworden, Mann. pass auf. Das heißt, wir Nichts gegen sollten uns. LKW-Fahrer, nicht, dass jetzt jemand Nein, beleidigt ich ist, ne? weiß. Du bringst mich um, dein Lachen, ne? Heftig. Also wir machen Ich alles, hab das ist sogar schon, fertig. ich bin mal bei einem Bar gesessen, ne, und hier gesoffen und gelacht wie die Kamelle, ne? Da hat mir einer seine Visitenkarte gegeben, der macht so bei, machst du ein bisschen so mit Computerspielen? Ja. Der macht ein Spiel bei Steam, ich müsste jetzt gucken, wie das heißt. Der wollte mein Lachen haben für Stimme von Endgegner bei seinem Computerspiel. Habe ich 500 Euro gekriegt für. Geil, Walla, geil. Ist sowas von krank. Habe ich auch nicht Ja, gedacht, dass Mann. mir sowas mal passiert. Aber hey, Scheiße, das ist das Gute. Das Ding ist voll durch die Decke gegangen. Ich hätte viel mehr nehmen Krass. können. Krass. Du hast die E-Mail nochmal bekommen, die mit dir. Guck mal. Kennst du das Horrorspiel Das schreiende Haus? Sagt mir nichts, leider. Und da rennt halt dann halt einer so rum, du bist in so einem verlassenen Haus und musst die Rudi-Tapes suchen, ne? Und da ist einer, Okay. der läuft dir dann halt immer hinterher, du musst dem ausweichen und der lacht genauso, da kommt dann meine kranke Lache, wenn der dich fängt. Das ist so, da ist er wieder! Neues E-Mail. Jetzt, geh mal drauf bitte. Drück mal auf den Link weiter, ja? Die E-Mail Da ist ist ein leer. blauer, ja, da ist ein blauer Link. Drück mal da drauf. Da ist eine leere E-Mail gekommen. Wie leere E-Mail, kann gar nicht Da sein. sind nur drei Punkte drin. Ah. Oh, Guck mal. Scheißdrecktechnik. Nee, du hast kein Internet, glaube ich, ne? Nicht viel. Also ich habe gesehen, hier ist neues E-Mail, aber wie drauf gedrückt, sind da nur drei Punkte. Hallo, Nicht. Digital Sync Software. Ist das dein Firmenname? Ja, guck mal, nein, warte mal, genau, da steht ja mein Name, ne? Nee, von Firma. Wie ist das Name von der Firma? Vielleicht habe ich falsches E-Mail offen. Nein, du sollst die erste E-Mail öffnen, nicht erste, die Du hast gesagt, ich letzte soll sie E-Mail öffnen. löschen. Ich habe das gelöscht. Genau. Und jetzt hast du noch eine E-Mail bekommen, ne? Ja, und das sind drei Punkte nur. Soll ich dir Screenshot schicken? Nein, geht ja gar nicht, Nein, verdammt. nein, Moment, Moment, Moment. Alter. Genau. Moment. Ich brauche erst noch mal einen Schluck, warte. Ja, nimm mal einen Schluck und jetzt habe ich dir noch eine E-Mail gesendet. Guck mal nochmal nach. Aller guten Dinge sind drei, oder Wodka. Ja, oder warum nicht? Kalinka, 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 Maya. Mhm. Kennst du das Lied? Ja, klar. Na komm, wir singen, wir Brüder, komm. Singst du gerne, hast du gute Gesangsstimme? Leider, ich bin total schaden. Du bist total schade, ich auch, dann macht das noch mehr Ja. Spaß. Soll ich das sagen? Ich bin so erschöpft. Kinder, dies und das. Hast du Kinder? Ja, zwei Kinder. Oh, schön, schön. Aber kannst du denn Du? leben von so eines Arbeit? Ja, warum nicht? Ich arbeite morgens bis abends, Bruder. Oh, weiß ich, habe ich mein kleines Cousin, der auch so wie heißt so Technik Support für Microsoft. Der telefoniert, die kriegen Mindestlohn. Und wenn ich jetzt so höre, so Familie und alles, der würde ich nicht schaffen. Schaffe ich, Gott sei Dank. Man kommt irgendwie über die Runden. Guck mal, bitte, Wunderbar. hast du die E-Mail bekommen nochmal, Dimitri? Ich Guck drück mal noch bitte. mal auf Aktualisieren. Google Workspace. Ja, habe ich bekommen. Warte. Jetzt steht dir ja da, guck mal, da steht ja,
dass sie aberhaltene Unterlagen ein Widerrufsrecht von 14 Tagen und da ist ein blauer Link. Was, Widerrufsrecht? Da steht ja ein blauer Link, richtig? Da ist ein drei, da sind drei gelbe Kasten unten. Meinst du das? Nein, guck mal, du, die E-Mail hast du diese E-Mail bekommen? Ja, klar. Okay, da ist ein Link. Wenn du auf diesem Link drückst, öffnet sich eine Seite, richtig? Ja, warte, das probiere ich doch die ganze Zeit. Ich komme mir total bescheuert vor hier. Okay. Oh. Du, Da guck mal, steht sehr geehrte Frau Putinow drin. Was soll das? ehrlich? Ja. Ah, warte. Jetzt hat das langsam Alter. geladen. Hier steht bei mir Herr, wie steht bei dir Frau? Weiß ich nicht. Ich habe keine Hupen. Nein, das ist. Nicht, dass wir uns Nein, das falsch ist. verstehen, ne? Nur weil wir jetzt so uns gut Nein, das miteinander, ist Herr. no homo und so, ne? Nein, nein, das steht doch Herr. Bei mir steht alles Herr, deswegen. Sauerei. Sollen wir denen Bescheid geben? Aber hier steht jetzt Hallo Digital Sing. Ist Digital Sing deine Firma oder was? Ja, warte mal bitte, warte mal bitte. Ich mache dir das alles nochmal fertig. Ich habe doch nur gefragt, wie deine Firma heißt, Bratan. So, Bratan, ich habe dir nochmal E-Mail geschickt. Bitte, 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 bitte. Hör mir meine Stimme kurz zu, dann können wir gleich Singst du weiterquatschen, mir auch so ein tolles Lied? ja? Was du möchtest. Alles klar, wir singen jetzt zusammen. Du bist ja auch so ein Moment, Jüngere. Moment, Moment. Wir machen erstmal das zu Ende Du und dann bist doch singen wir auch das ein Wort. jüngerer Jahrgang. Hast du den Film Borat gesehen? Borat. Ja. Ja. Guck Du mal, ich warte. bist doch, warte, du warst aus Tschetschenien oder Kasachstan? Halb Tschetschene, halb Türke. Hast du, aber du, magst du Kasachstan? Ja, ist okay. Ich habe nichts gegen die. Ist Gut, okay. ich auch nicht. Dann singen wir jetzt zusammen die Hymne von Ja. Kasachstan Mo mit der Melodie der US-kasachischen Nationalhymne. Bitte stehen. Moment, Dimitri. Kasachstan ist das tollste Land in der Welt. Alle anderen Länder werden von kleinen Mädchen regiert. Kasachstan ist für Kalium der Hauptexporteur. Andere zentralasiatische Länder haben minderwertige Kalium. Kasachstan ist das tollste Land in der Welt. Alle anderen Länder sind die Heimat von Schwuchtel. Ich liebe dieses Lied, ich könnte den ganzen Tag singen. Singst du, hast du nicht Borat, mitgesungen? Ja, komm, jetzt bist du dran. na, aber Dimitri, ich singe mit, Du, wenn wir das zu Ende dabei, machen. los! Was heißt Hast du schnell, gemerkt? was heißt schnell auf Arabisch? Yalla, sarah. Yalla, ja, das weiß ich, warum mein Kumpel das immer sagt. Aber wir machen das zu Ende, dann singe ich bis morgen früh. Alles klar, guck mal, als nächstes singen wir das Jetzt. Lied von Pokémon. Ist das in Ordnung? Dimitri, erst Ja, machen wir Mann. das bitte jetzt zu Ende. Machen wir doch gerade. Ich habe das Lied zu Ende gesungen. Mit Refrain. Du willst doch. Guck mal, wir müssen zum Abschluss kommen, ehrlich jetzt. Ich habe Feierabend, Mann. Du hast doch auch nicht mehr so lange. Komm, wir müssen die Ja, Zeit aber dann irgendwie lass mich doch. rumkriegen. Und die. Drück mal bitte auf die E-Mail, die du letztens bekommen hast, die du vor 2 Minuten bekommen hast. Du Du hast hast doch noch eine E-Mail bekommen. gesagt, ich Du soll die hast. löschen. Ja, Alter. und jetzt. Noch eine E-Mail habe ich geschickt. Ey, Noch du eine. bringst mich vollkommen durcheinander. Nein. Doch. Sag doch nicht einfach nein, wenn ich sage, du bringst mich durcheinander. Warte, was soll ich mit dir machen? Warte, ich mach das nochmal neu auf. Also, du hast nochmal was geschickt, ja? Ja. Sind schon 4 Stück. Aber du hast mir immer noch nicht den Firmennamen gesagt von dir. MIG24. Was, Mick? MIG24. Wie schreibt. MIK. MiG24, was heißt Mick? Ja. Was heißt denn, was heißt? Das ist eine Frage, was bedeutet? Seine Ach Bedeutung. so. Du hast mich gefragt, was mein E-Mail bedeutet. Habe ich dir gesagt, er hängt fast bis zum Boden. Jetzt frage ich dir, was bedeutet dein Firmenname? Hast du jetzt die, warte ich, hast du jetzt die E-Mail bekommen? Ja, habe ich bekommen, aber beantworte mal meine Frage. Oder hast du es so nötig zu verkaufen? Nein, MIG24 steht dafür Make it simple auf Englisch, ja? Das heißt, mach Also es einfach. MIS oder MIK? MIK-Chef, Martha Ina Kaufmann. Ja, aber simpel schreibt man mit Siegfried und nicht mit Kaufmann. Make it simple.
Ja, und wo, da ist nicht ein K drin. Wo kommt das K her? Makes. Verstehst du, was ich meine? Egal, ist jetzt. Dimitri. Na, Alter, das ist, du rufst von den Amerikanern an, du willst mich ausspionieren. Du bringst mich um, du machst das. Nee, das werde ich nicht zulassen. Ihr wisst jetzt, auf welchem Rastplatz ich stehe. Ich habe ein Eisenrohr dabei. Wer hier kommt hierher? Schiebst du alles rein mit Big Dick zusammen. Aber mit Anlauf statt Gleitgel. Ohne trocken, ohne Vaseline. Ja, nein, Vaseline ist zu teuer für sowas. Chef, bitte, Dimitri. Gern geschehen. Ich finde mein Handy nicht mehr. Kannst du für mich ein Gebet sagen, dass ich es wieder finde? Lass mich dich doch auf dein Handy anrufen, dann findest du das vielleicht. Das hilft dir nichts. Du hast mir doch schon was geschickt. Ich weiß nicht, wo habe ich hingelegt. Wenn das Ding aus ist, kannst du 10-mal anrufen. Ja, ich habe doch gesagt, dass du aber eine E-Mail bekommen hast. Guck mal auf die E-Mail bitte. Auf die ich gelöscht habe oder die andere? Die jetzt, die du neulich bekommen hast. Die letzte. Okay? Hast du die schon letzte. Wieder eine geschickt? Warte, dann muss ich wieder neu laden. Drück mal neu laden. Warte, du verbrauchst meinen ganzen Datenverkehr. Aber Brudi, wenn du mich so ein bisschen zugehört hättest, wären wir schon längst fertig. Deswegen, weißt du. Wir wären schon lange fertig, wenn du endlich das Lied von Pokémon mit mir singen würdest. Dann will ich ihn singen Pokémon und mit von Borat. Oder wir singen das Lied von Digimon. Das ist auch in Ordnung. Digimon schnappt dir. Alter, jetzt hast du gerade Digimon und Pokémon durcheinander gebracht. Jetzt werden dich die Fanboys von beiden Serien, die werden dich hassen dafür. Ja, ich liebe auch Pikachu. Pika, Pika. Was ist dein Lieblings-Pokémon? Und jetzt sagt nicht Pikachu. Nein, wie heißt der Dicke da, der große, nass? Rainer Winkler. Hast du die E-Mail gesehen? Kennst du den Drachenlord, Alter? Ja, Dimitri, wir müssen zum Arzt kommen, mein Chef guckt mich an. Ohne Witz, ich krieg Ärger. Gib mir den mal, ich muss dich loben. Ja, kannst du gerne machen, warte mal, der ist im Call, sehe ich. Ja, dann kann er auch nicht gucken, er soll sich auf seine eigene Arbeit konzentrieren. Macht er doch. So, hast du jetzt die E-Mail bekommen? Ich will mit ihm jetzt reden, Alter, nicht, dass du Ärger kriegst. Das kann ich nicht mit meinen Herzen vereinbaren. Ja. Ja, Chef. Ja, Chef, kommen Sie mal. Da kommt er doch. Ja, wir können ihn gerne duzen. Das ist der Herr Dimitri Putinov. Er möchte mal gerne mit Ihnen reden. Ja. Ich gebe ihn weiter, Dimitri, ja? Ja, mach mal, Bratan. Bis gleich. Einen schönen guten Tag, Herr Putinov. Hallo, was geht? Ich grüße Sie, hallo. Alles gut. Du hörst dich genau an wie der letzte Typ. Ja, finden Sie? ich finde, wir haben komplett andere Stimmen, aber okay. Na gut, das ist Telefon. Ich sitze bei einem Rastplatz in meinem LKW. Ich habe gesoffen wie ein Kamel, Alter. Das ist gutes Kollege. Musst du Beförderung geben? Ja, ich habe 12 Stunden Pause machen, Alter. Musst du irgendwie überbrücken. Sehen Sie, ist doch super, dass wir wieder am Telefon haben. Ja, aber ich kriege eure E-Mails nicht geöffnet. Er hat mir jetzt 5 oder 6 E-Mails geschickt. Da stehen immer nur 3 Punkte. Und wenn ich dann da drauf kriege, es kommt keine Verbindung zur Seite, kann aufgebaut werden. Was mache ich falsch? Okay, haben Sie denn mobile Daten an, Herr Putin? Ja, aber ich habe bald keine mehr übrig, wenn das so weitergeht. Also, normalerweise müsste das ganz einfach klappen. Also normalerweise klickt man auf den Link und dann wird man weitergeleitet und dann sieht man so 4 kleine Kästchen. Darunter steht dann Go. Ja, ich habe da immer schon meine Postleitzahl reingeschrieben, aber das funktioniert nicht. Nee, nicht Postleitzahl. Sie müssen die Zahl reinschreiben, was der Herr Bin bei Ihnen sagt. Sehen Sie denn die 4 Kästchen? Sehen ja, Sie natürlich. Kästchen? Ja, da müssen Sie jetzt schreiben, 6213 und dann auf Go. Nee, Baden-Baden hat bei 76534, verstehst du das? Nee, nicht? Nee. Doch! Sie sehen doch. Nein, können Sie mir nicht sagen, dass ich meine Postleitzahl nicht kenne? Nee, Ihre Postleitzahl ist ja richtig, aber Sie müssen ja nicht Ihre Postleitzahl eingeben. In diesem vier kleinen Kästchen, da muss eine andere Zahl. Da muss die Zahl, die ich Ihnen sage. Geben Sie mal das da ein. Ich glaube, ich habe jetzt ja noch ein bisschen, bis ich weiterfahre. Ich glaube, ich komme mal eben bei euch vorbei. Wo seid ihr? Wo ist die Firma? Aber Sie haben doch. Hier sind. Wo? Wo ist das? Viersen, in NRW, Nähe von Gladbach. Ah, okay. Das ist mir zu weit. Ich bin bei Stuttgart. Ja, sehen Sie, Stuggi. Sehr schön. Da komme ich heute nicht mehr lang. Ich hoffe, du kannst mir das verzeihen. Bei den Spritpreisen ist mir das zu heftig. Gar kein Problem, Herr Putinov, natürlich. Aber Dingens, Sie sehen ja gerade die 4 Kästchen vor sich, oder nicht? Wo Sie dann was eintragen müssen. Mahlzeit. Mahlzeit? Ich sag's dir, ey. Oder Nastrovje, oder wie sagt man? Nastrovje, blöd. Das drauf hier. Sehr schön. Du, ich glaube. Ja. Ich. Bitte. Ey.
Hallo, hier ist der Roland. Der ist jetzt am Kotzen. Ich glaube, ich mache mal weiter für den. Der blickt überhaupt nicht mehr, was er macht. Okay. Alter, kotzt mir nicht hier die Schuhe, Mann! Roland, Ja, Mann! Was siehst du auf dem Handy von dem Herrn Putin auf, wenn du da drauf guckst? Wir sitzen hier am Laptop. Am Laptop? Ja, ja, so, ja, gut. Gut, wenn ihr auf den Link klickt. Ich sag dir, wir sind ja beide ein bisschen jüngere Jahrgänge. Wir gucken gerade Pokémon zusammen. Ja, okay, gut. Da kenne ich mich leider nicht mit aus. Warum nicht? Was für ein Jahrgang bist du denn, Mann? 76. Ja, das stelle ich mir nicht so an. Also mein kleiner Bruder hat das damals auch geguckt. Ich ja, nicht, ja, guck mal, komm, wir singen jetzt alle zusammen das Pokémon-Lied. Nee, habe ich keine Zeit für. Das schickt mir nicht so an, Alter. Wir müssen einmal die Bestätigung mit Ihnen eben machen, ja? Damit wir dann hier weiterkommen. Was soll ich jetzt machen? Wann bringt ihr die Pizza? Ich hab Hunger. Pizza, ja, da kümmert sich jemand anders drum, Roland. Ach so. Ja, rattenstark, rattenstark. Du bist ein guter Mann. Überall sind nur gute Menschen. Dankeschön, Dankeschön. So, Roland, guck mal. Wenn ja. du auf den Laptop schaust, ja, und in die E-Mail reingehst, die der Kollege dem Dimitri geschickt hat. Ja, Mann. Wenn du auf den blauen Link klickst, was passiert dann als nächstes? Oh, Alter, Natascha hat ihm Fotos geschickt. Ah, muss ich gleich mal gucken. Geil, Alter. Kann ich leider nicht sehen, aber ist schade. Ich leite dir das weiter, Mann. Aber niemand zeigen. Was ist das denn für eine E-Mail-Adresse? Hallo, ey, digital. Geile Nummer. Ich hab dir das weitergeleitet. Also, wir müssen auf jeden Fall erst einmal weitermachen, Roland, ja, und wir müssen hier, das Ding für den Dimitri einmal durchbringen. Oh, der hat an den polnischen LKW reingekotzt, Mann. Nein, das gibt wieder Ärger mit denen. Ich hoffe, du bist kein Pole, Mann. Nee, alles gut. Was für ein Landsmann bist du? Grieche. Grieche, das ist auch yeah, cool. Malaga. Was für ein Malaga? Malaga. Was heißt das? Malaga ist Wichser. Alter, wie redest du mit mir, du elende Ratte, Alter? Was spielst du dir ein, so mit mir reden zu können? Alter, ich brech dir die Beine, komm Roland. Mal hierher, Mann, Alter. Was bist du für respektlos, Alter? Was sagst du, Roland. Wichser zu mir, Alter? Bist du, Alter, ich werd dich kaputt, Mann, Alter. Das ist Roland. Alter, fick dich, Mann, ey. Ey, Roland, jetzt werd mal locker. Alter, mal hier die Alter, Schnauze, Mann, Alter, wie redest du mit mir? Knie nieder vor deinem Gott und entschuldige dich. Hör mal, Roland, du weißt doch, dass die Griechen ganz andere Götter haben. Jetzt hör mal, wir müssen die Bestätigung hier einmal durchmachen. Alter, ich geb dir den Zeus, Alter. Gib mir mal lieber den Dimitri wieder zurück. Ja, warte, ich such den mal eben. Danke dir. Hallo, was geht? Hallo, Dimitri. Das mit dir. Ja, hallo. Hör mal. Wir müssen diese Bestätigung einmal machen, ja? Alter, warum beleidigst du meinen Kumpel, Mann? Gib mir den anderen wieder, du bist zu unfreundlich. Das gibt es ja nicht. Dabei! Sutschka, blöd. Hallo? Dimitri! Was ist los? Dimitri, ich warte auf dich. Worauf? Wer war dieser Typ da am Telefon? Ja, dieser Typ weg. Warum? Hat er meinen Kumpel Wichser genannt? Hat er Wichser genannt? Ja, der hat ihn Wichser genannt. Scheiße, Mann. Ich entschuldige mich dafür. Tut mir leid. Was ist das für ein Schwein, Alter? Und das ist der Chef da drüben, oder was? Ja, ich mach so. Ja, Billett, scheiß auf den. Alter, sowas gibt's ja nicht. Ja. Wenn ich das meiner Mamuschka erzähle, die wird wütend, Mann. Ja, natürlich, Mann. Hast recht, Mann. Das ist gar nicht sowas. Ja. Nimm mal dein Laptop wieder zur Hand. Ja, aber ich muss die Kotze erst wegwischen. Ich glaube, zuletzt habe ich so viel gesoffen, als Präsident Biden die Wahl gewonnen hat. Endlich hat er aufgelegt, der Typ. Unglaublich, was die sich für einen Scheiß angehört haben. Aber da siehst du mal wieder, was das für welche sind. Irgendwelche Daten im Internet kaufen, wahrscheinlich von bei diesen Fake-Edeka-Gewinnspielen. Dann rufen sie ein halbes Jahr später an. Wir haben ihnen ja damals versprochen, wir melden uns wieder. Als hättest du mit denen dich schon mal unterhalten. Und dann hätten sie erst mit einem besoffenen Deals gemacht. Dann sitzt plötzlich irgendein ganz anderer am Telefon. Ja, bestätigen Sie mal den Vertrag für den, damit wir die Unterlagen rausschicken können. Was für ein kriminelles Gesocks das ist.